Guten Morgen. Ich möchte gerne mit euch wieder über Psalm 119 nachdenken. Psalm 119 ist das längste Kapitel der Bibel, der längste Psalm mit 176 Versen. Ein Psalm, der Gottes Wort hochhält und den Wert von Gottes Wort so deutlich macht. Wir können sehr viel daraus lernen, deshalb gehe ich in Blöcken von 8 Versen meinen Morgenandachten durch diesen Psalm durch, weil immer 8 Verse ja, sprachlich, künstlerisch zusammenhängen in diesem Gedicht, in diesem Psalm. Und heute möchte ich gerne über die Verse 33 bis 40 reden. Und in diesen Versen 33 bis 40 lernen wir wieder etwas ganz Wichtiges. Ich möchte einige Auszüge daraus lesen. Ab Vers 33. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnung, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Ich finde es bemerkenswert, wie der Psalmist hier zum Herrn betet und betet: Herr, lehre mich deine Worte. Gib mir Einsicht. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Er hat diesen tiefen Wunsch, Gottes Wort besser zu kennen. Und er weiß, Gott ist unser Lehrmeister. Gott ist derjenige, der uns dabei hilft, seine Worte zu verstehen, zu erkennen. Er ist es, der sich uns offenbart durch sein Wort. Und so dürfen auch wir in gleicher Weise, wenn wir Gottes Wort besser verstehen wollen, erkennen wollen, wenn wir es studieren, wenn wir es lesen in der stillen Zeit, dürfen wir zum Herrn beten und beten: Herr, lehre mich. Sei du es, der mir heute zeigt beim Lesen des Wortes, was du sagen möchtest. Aber ich finde es so bemerkenswert, was für ein Wunsch der Psalmist hier hat. Er sagt immer wieder: ich will ihn bewahren bis ans Ende. Ich will das Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Ich sehne mich nach deinen Vorschriften, sagt er in Vers 40. Da ist dieser tiefe Wunsch. Er sehnt sich danach, er strebt danach und bestimmt tut er auch etwas dafür. Er gibt sich Mühe, er liest Gottes Wort, er versucht in Erkenntnis zu wachsen und betet zum Herrn: Herr, lehre mich deine Worte. Aber wir können so schnell abgelenkt sein. Und deshalb betet er eben im Grunde auch das, was er in Vers 36 und 37 sagt. Er sagt dort: neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Neige mein Herz. Dieses Wort neigen kann auch sowas bedeuten wie ausstrecken. Mein Herz soll sich ausstrecken nach deinen Zeugnissen, nach deinem Wort und nicht nach irgendwelchem Gewinn. So schnell kann es passieren in unserem Leben, dass unser eigentliches Bestreben sich auf das Hier und Jetzt konzentriert. Wir versuchen, hier und jetzt Gewinn zu haben und alles, was uns bewegt, vielleicht in unserem Leben, ist der nächste Job, das Haus, das wir haben, das Auto, das wir kaufen wollen, das Hobby, das dem wir nachgehen. Und das sind alles Dinge, die in Ordnung sind. Da ist nichts Schlechtes dran, aber nichts davon werden wir einmal im Himmel mit uns nehmen können. Und deshalb sollte unser Herz nicht an irgendwelchen Dingen hängen, die hier auf Erden sind, sondern unser Herz sollte auf Gottes Wort gerichtet sein. Denn Gottes Wort bleibt ewiglich. Und Gott ist ewiglich. Und deshalb sollte unser Herz sich auf ihn ausrichten und sich ausstrecken nach Gott. In ähnlicher Weise in Vers 37, da sagt er: wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. So schnell können unsere Augen abgelenkt sein, selbst im Alltag. Ja, wenn man Auto fährt, wie schnell passiert es, dass man irgendwo hinschaut und kurz abgelenkt ist und dann entsteht eine gefährliche Situation. Man schaut aufs Smartphone und das ist super gefährlich, weil man in diesem Moment abgelenkt ist. Die Augen sind abgelenkt. Aber unsere Augen können auch abgelenkt sein im geistlichen Sinne. Ja? Wir können unsere Augen und auch unsere geistlichen Augen, unser Herz ausrichten, unseren Blick auf das richten, was eitel ist. Mit eitel meint der Psalmist hier sowas wie Nutzloses, Dinge, die uns nicht weiterbringen, die gar nichts bringen, einfach Nutzloses. Ja, und wie schnell lenken wir uns doch ab mit Nutzlosen? Ja? Irgendwelche YouTube-Videos, die man sich anschaut, man denkt sich, komm, ich schaue mal mir ein Video an, zack, ist schon eine Stunde vorbei. Ja, und man hat die Zeit einfach nur verschwendet mit irgendwelchen nutzlosen Inhalten, die keiner braucht. Wie schnell geht man auch irgendwelchen Sachen nach in seiner Freizeit, wo man merkt, naja, das war jetzt irgendwie total sinnfrei und nutzlos. Man unterhält sich mit Freunden 2 Stunden lang und merkt, ganz ehrlich, wir haben 2 Stunden einfach nur über Nutzloses geredet. Das hat doch nichts gebracht. Und sowas kann uns auch ablenken, auch mit unserem Herzen. Und es hat so einen Wert, wenn wir auch in unserem Alltag unseren Blick und unser Herz ausrichten auf Gottes Wort.
auf ihn fokussiert sind, immer wieder über ihn nachdenken und diesen inneren Wunsch haben, Herr, ich will dein Wort besser verstehen. Ich will dich mehr erkennen. Ich will in diesen Worten auch leben. Denn darum geht es dem Psalmisten hier primär. Er will diese Worte nicht nur hören, sondern er spricht auch davon, dass er auf diesen Faden des Wortes wandeln möchte. Er möchte danach leben. Danach sehnt er sich. Aber wenn wir abgelenkt sind, wenn unser Blick, wenn unser Herz abgelenkt ist, sind wir in Gefahr, auf dem falschen Pfad zu laufen. Deshalb hier der Appell an uns oder der Aufruf an uns. Lasst uns ins Gebet gehen und den Herrn bitten, dass er uns sein Wort lehrt, dass er uns hilft, dass wir unser Herz nicht neigen zu irgendwelchen Dingen, die keinen Wert haben, die nutzlos sind und unsere Blicke sich nicht einfach ganz halt abwenden zu Dingen, die uns überhaupt nichts bringen. Sondern lasst uns fokussiert sein. Lasst uns geprägt werden von Gott und seinen Worten. Und Gott ist es, der uns lehrt als Meister, dem wir folgen. Ich wünsche euch einen gesegneten Mittwoch.